Oh. Herzlich willkommen. Weiter geht's, würde ich sagen. Kurz aufs Smartphone geguckt wegen der Uhrzeit. Oh, die Jungs frieren da unten ganz schön. Okay. Anscheinend. Ja. Sieht's denn aus, Jungs? Habt ihr was gegen mich oder darf ich mich auch wehren, ja? Aber soweit ich weiß, haben die beiden wieder Munition für mich. Alter Schwede, ich bin ganz schön down, ne? Ja, war ja absehbar, dass sie Munition haben. Ich hinterlasse Fußspuren. Nettes Detail. Die auch nach einer Zeit verschwinden. Oder auch nicht. So. Ratten. Gucken, wie das hier weitergeht. Der Verkehr ist ganz schön laut in der Hütte hier, merkwürdigerweise. Um auf das Dach zu kommen, musste ich den Aufzug erreichen, durch die verschlossene Tür von hier. Ja, die lassen einen aber nicht rein, wenn ich mich entsinne. Zum Service. Hab dich noch nie gesehen. Verpiss dich, du Witzbold. Nee, ist klar. Ich komme wieder. Kannst du einen drauf lassen? Moin. Gibt's hier irgendwas? Munition. Jetzt wird ziemlich knackig hier so langsam. So richtig knackig. Bin hier schon ganz gut angeschlagen und hier geht noch mal die Post ab. Ich speichere das mal zwischen. Ja, schwer hoffen, dass ich hier auch noch weiterkomme, dass sie mich ja nicht völlig fertig machen jetzt. Ganz schöne Speichersession, kann ich aber nicht ändern, weil ja, sonst kommen wir hier nicht durch, dann vergeht uns der Spaß so richtig. Yo! Yo! Kratz, kratz! Ah! Alles knappe Geschichten hier. Eigentlich bin ich an und für sich ziemlich erledigt hier. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es nämlich auch nochmal etwas unschön. Aber schauen wir mal.
nein, nicht schießen, ich bin nicht. Kennst du die Clowns im Waschsalon? Ich? Nein. Dann nützt du mir gar nichts. Was? Nein, der Waschsalon. Ja, ich kenne sie, ja, ja. Bring mich da rein. Okay, okay. Ja, du Pappnase hier. Hättest Munition für mich mit der Beretta, ne? Gut, gut. Gibt's hier ein paar Painkiller? Ah. Kann ich auch gleich komplett wegnutzen hier, weil... Sag einfach Mann und ich bin da! Ja! Hey, du hörst die Knarre! Du sagst, wo es lang geht! Ja, also, dann komm doch mit, du Pfeife! Laber doch nicht so viel Stuss! Ja, ich sollte mehr mit Beretta machen, weil hier gibt's ganz... ganze Latte Beretta-Munition. So, und jetzt wird's hier nochmal richtig scharf hier. Vielleicht nochmal gespeichert. Beweg dich, du Sacknase. Ich bin's. Wach auf. Lass mich rein. Schnell. Nicht so schnell. Ich brauch das Passwort. John wer? Komm schon. Okay, John Woo. In Ordnung. Komm rein. Das ist eine Falle! Hab ich's erwischt alle oder was ist hier los? Ja, das sieht soweit ganz... ja, oder auch nicht. Eine sehr unsanfte Stelle ganz gut gelöst, glaube ich. Alter, erschreck mich nicht so. Dafür konntest du gerade sterben. Alter Schwede, ey. Wusste ich, wie die Waschmaschinen abgehen. Oh, erstmal ein paar Painkiller sammeln. Die werde ich mit Sicherheit brauchen. Fahrstuhl und eine Tür. Ist zu. Ah. Ja, gut, okay. Schöne Musik. Sieht so zeitlich aus. Oh, da geht noch was. Das hat wie bei Deckmovie. Dankeschön. Oh, gucken, was erwartet uns denn hier? Warte, bin gleich fertig. Überraschung auf dem Kackhaus, ja? Ah, komm. Mach die Tür auf. Voll gut. Hier gibt's kein Waschbecken, du hast dir nicht die Hände gewaschen. Alter. Alles, was nötig ist. Ja, bekannt das Wald hier. Das NYC. Wurde damit. Draußen hin. Super Sturm. Oh, was gibt's hier? New York City befindet sich heute Abend in einer Krise. Ein Valkyr-Bandenkrieg tobt in den Straßen der Bronx. Anscheinend führt Max Payne, der in Verbindung mit dem Mord an einem DEA Special Agent am frühen Abend als dringend tatverdächtig gilt, einen Einmannkrieg gegen seine früheren Komplizen. Unter den bisherigen Opfern befindet sich neben den berüchtigten Mafiosi Joey und Virgilio Finito unter anderem Rico Muerte, der als Verdächtiger in mehreren Mordfällen im Bereich Chicago ebenfalls auf der Flucht war. Das NYPD wurde in Alarmbereitschaft versetzt. In der Stadt wurde eine Großfahndung nach Max Payne eingeleitet. Deputy Chief Jim Bravura versprach, alles zu tun, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, ist noch nicht bekannt. Hier ist Kira Silver für NYCNN TV News. Ja, klasse, jetzt suchen die nach mir, oder was? Ist ja ganz geil. Naja, gut.
Eigentlich wollte ich springen, aber na gut. War irgendwie die verkehrte Taste, ne? Oh, dann sind wir vorher unten lang. Wenn man Munitionsarmut hätte, könnte man sich da unten ja jetzt irgendwo noch was holen, ne? Diese Woche in Adresse unbekannt. Ich will dort nicht hingehen, das ist der letzte Ort, an dem ich landen will, aber... Ja, klasse. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, aber gut. Was zur Hölle? Der genauso aussieht. Was ist das? Mach nur das Verstecken im Dunkel. Beobachte die Entwicklung. Der Flamingo spricht. Hier kann er sprechen. Er sagt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Das heißt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Frage mich nur, woher. So. Oh, das hat es mir wieder ganz schön einen mitgegeben hier. Naja. Ich möchte meinen. Mache ich hier erstmal einen Cut. Ich glaube, da geht es dann da drüben weiter. Bis dann.